Ja, und damit, ihr ewigen Bösen, ich bin der Bruger und das sind die Leute, die vielleicht nicht ganz so böse sind, die mich monatlich supporten. Amaterasu Heart, Amaya Neko, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Leary Cabbage 8, Blue Fire 486, Broken X, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dinok XIX, Onkau 90, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, Jewel Buck, Leon der Mettler, Lichtkrieger, Maurice MZ, My Kid Charm, Metal Dragoner X, Mina Holmes, MJC Cards and Games, Neo Chaos, Nickstar, Not So Toxic, Pat Kadi, Panarek 90, Patrick Koller, Poison Ivy, Pupu Fischpup, Raik Boretzky, Radion Donovan, Rufus Platus, Saphir Meer, Sebastian HH, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Steffi und Ami, Torf Erde, TWD Mr. Wayne, Wölfchen 0909 und ZX94. Und jetzt auch mit Fratzenkern, liebe Leute. Eternal Evil, woran erinnert uns der Name? Man weiß es nicht, aber wir starten einfach mal so. Survival Horror ist der Prolog, ihr habt es gesehen, und das ist ein Ein-Personen-Projekt. Und ich denke, ich participated in the biggest catastrophic event on Earth. For a long time, I've been working for a psycho named Howard Cross, the owner of the local hotel. A month ago, to have some kind of protection, I stole a rare artifact from Cross. I asked my friend Brian, who works at the bar on Cherry Hill Street, to hide it somewhere safe, even from me. It was a mistake. If only I knew what it would lead to. I have to find him as soon as possible. Brian, I hope you're still alive. Eternal Evil, der Prolog. Ja, macht doch schon mal Bock auf mehr, oder? Was? Moving Physical Objects mit C. Ich kann es gar nicht lesen. Was mit E? Flashlight? Up Inventory. Was haben wir da? 20 Munition. Magnum Shells. 762er Handgun. Okay. Mit Leertaste Laser. Ah! Okay, ich treffe halt. Der Scheiße. Die. Ey. Oh Gott, die Maus ist so langsam. Warte mal. Ist mit der Maus nicht richtig? Wie macht denn die Maus so langsam? Laser. Das war genau in den Kopf. Und sie lebt noch. Okay. Also für ein Ein-Mann-Projekt, wie gesagt. Oh, der hat schöne Fingernägel. Oder ein Frau-Projekt, man weiß ja nicht. Yeah. Die sehen ganz schön. Also. Sie hat auch so lange Fingernägel. Sie sehen ein bisschen fleischig aus. Irgendwo rein. Da wurde einer zersmashed. Okay. Also bisher, vom Eindruck. Oh, was haben wir da? Shells. Shotgun Shells. Ich habe keine Shotgun. Drei Stück. Sollen wir das mal lesen? Use. Um das Spiel zu überleben, musst du vorsichtig oder sorgsam das Gebiet durchsuchen, Notizen lesen und schnell auf Ereignisse reagieren. Erinnere dich, dass du Dokumente lesen kannst, um Informationen zu halten. Drücke oder schau dir die Karte an, um dich zu orientieren. Das Inventar, da kannst du Gegenstände drehen und sie auf den Boden legen. Aha. Reingelassene Gegenstände werden teleportiert zu einem Special Safe Room, wo du sie wiederholen kannst. Mit F die Taschenlampe, Spacebar den Laser. Physikalische Objekte bewegen mit C und die vier ersten Inventar-Slots sind assigned, also zugewiesen. Gibt auch noch ein Schnell-Auswahlrad mit der mittleren Maustaste und Check Bullet mit Q. Ah, okay. Okay. Das ist ja interessant. Gut, solche Infos braucht man. Oh nein, stehen die auf. Bitte steht nicht auf. Ich hab nicht so viel Munition. Alter. Schreibe ich nicht an. Toll, ich hab nix. Ich brauche was, was dieses Tor aufkriegt. Breakt.
ist das denn hier? Kann ich da rein? Was? Shortest Notice. Nee. Also diese Zombie-Vampire, die sind ja nicht gerade sehr flott. Hier irgendwo rein vielleicht? Oh no. Da ist Muni. Noch mehr. Was? Interact. Ich kann nicht. Ich hab nichts zum Interagieren. Der Penors. Oh nein. Hast du bestimmt was? Ja. Ja. Beste Hilfe. Okay, gibt's hier irgendwas? Oh! Alter! Verzieh dich! Oh. Ekelhafte! Oh. Was ist gerade passiert? Habt ihr die Brüste gesehen? Ich mach mal Standard, ja? Ich mach mal Standard. Das war mir gerade ein bisschen zu wild, ehrlich gesagt. Okay. Ja, ja. Habe ich jetzt mehr Schuss? Oh, ich habe 7,62er schon, 15 Schuss. Alles klar. Alles klar. Und die Taschenlampe ist... die Taschenlampe, ich sag... Hier. Ist schon wieder so langsam, diese Maus. Wer macht denn das? Sag mal. Karte ist halt echt... Oh, da ist ein X. Dafür, dass die Gegner so langsam sind, bin ich echt schnell... Oh, guck mal, jetzt sehe ich das Blinken von den Gegenständen. Nein. Warum ist die Karte immer so nah, bitte? Ey. Man kann also doch in die Gebäude, aber nur in das bestimmte jetzt, oder wie? Oha. Da hat ein ganz schönes Gemetzel stattgefunden. Alle so lange Fingernägel, die sind doch bestimmt... Die stehen bestimmt gleich wieder auf, ha? Da liegen Zigaretten. Ja. Oh. Ja. Oh, da ist die Shotgun. Da ist die Shotgun. Was? Ja, ja. Oh nein. Bam! Alter, okay, es ist schon sehr saftig. Na komm. Habe ich hier auch einen Laser? Ja, habe ich. Okay, wie gesagt, der Gore-Faktor, der gefällt mir sehr. Ist schon recht krass, ne? Ja. Es ist schwer zu treffen, man wackelt halt echt die ganze Zeit wie blöde, ne? Sehr gut. Okay. Ich kann den echt rumziehen. Er ist also ein physikalisches Objekt, ja. Oh, da ist der Hilfekoffer. Fein. Oh, diese Maus. Ich muss die leider noch mal ein bisschen schneller machen. Es ist so langsam. Sie hat sich natürlich wieder verlangsamt. Ich kann ja eigentlich auch die DPI an meiner Maus so schneller machen, aber... Oh. Hey. Na? Die wackelt aber auch so scheiße rum hier, ne?
Werkstatt, bitte. Oh, das sind ja coole Waschbecken. Oh. Das ist 9 mm Ammo. Sehr gut. Warum nicht? Hallo? Kann ich Kohle? Hast du jetzt Munition verschwendet? Ne, er hat nur nachgeladen, okay. Ich weiß halt nicht, es gibt ja Spiele, wenn man nachlädt, dann ist die Munition, die im Magazin ist, verloren. And open. Okay. Was denn? Wo denn? Ach, hier. Der Kopf wegplatzt. Ja, komm, gib. Gib alles. Eine Spritze? Eine leere Spritze. Nein? Okay. Ein separater Key, also Schlüssel ist hinter den Büchern im ersten Stock. Ah, danke. Das mit dem Blinken der Items ist echt praktisch. Okay, gehen wir mal runter zu den Büchern. Sind keine Bücher? Das sind auch keine Bücher. Da sind Bücher. Soll ich jetzt alle Bücher rausziehen? Okay, ist wohl gewollt, ja. Hoppala, ich wollte nicht schießen, Entschuldigung. Ihr seid witzig. Ja, wo denn? Da sind... Da ist kein Schlüssel. Oh doch, da ist der Schlüssel. Hab ihn. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen hackelig und wackelig alles, aber... An sich gefällt es mir ziemlich gut. Das sind echt Vampire. Guckt euch die Spitzen Ohren an. No. No. Ryan, no. Was? Der Schlüssel ist jetzt nutzlos. Willst du ihn fallen lassen? Ja, bitte. Oh, hier kann ich speichern. Fett. Save the slot one. Ey, es ist echt schick. Molotovs. Auch noch das. Und ein Schlüssel für die 12. Ja, hätte ich jetzt... Ein Code. Gibt es hier irgendwo einen Hinweis darauf? Was mit dem Schachbrett? 1, 2, 4, 5? Nee. Glaube ich nicht. Da was hinter? Oh, da ist natürlich Shotgun. Sehr gut. Also sowas finde ich halt, sowas finde ich cool, dass man hier sowas eingebaut. Ah, hier. 1998, 5. Januar. Dieser Ort war niemals sicher, aber seit kurzem haben sich noch die Verbrechen in der Stadt gehäuft. Es gibt, man hört eine Menge gruseliger Stories von irgendwelchen Besuchern hier, die, was, dass sogar der Priester eine Knarre für sich besorgt hat. Also, für diesen Fall bin ich zu einem Freund gegangen und habe mir eine Maschinenpistole geholt. Ich habe sie aber im Safe. Und mit der Shotgun unter dem Regal habe ich genug Power, um mich einer großen Gefahr zu erwehren. Wie viel gibt es denn da noch? Okay, ich will nur gucken, wie viel das zum Lesen ist. 16. Juli. David kam heute vorbei und hat mir ein altes Buch gebracht. Er fragte mich, ob ich es an einem sicheren Ort aufbewahren kann. Den nur ich kenne. Ich habe ihm gesagt, er sagte... Es ist sehr wichtig. Er sah ziemlich ängstlich aus. Was für ein seltsamer Typ. Wer will ein altes Buch unbedingt so sehr verstecken?
Ich habe ihm zugestimmt, also ich habe zugestimmt, ihm zu helfen. Er bringt mir auf jeden Fall eine ganze Menge neue Besucher in meinen Pub. Und wenn sie fertig sind, dann kümmert er sich um sie und bringt sie ins Hotel. Egal. Ich glaube, er weiß nicht, wo ich lebe. Vielleicht sollte ich es dort aufbewahren. Eigentlich weiß es überhaupt niemand in dieser Stadt, außer vielleicht ein paar von den regulären Gästen hier im Pub. 29. Juli. Ich muss den Code zum Safe ändern. Der Jahr meines Lieblingswhiskys ist zu offensichtlich. Ich meine, der steht genau hier. Ich kann mir keine Kombination ausdenken, die ich mir definitiv behalten kann. Und diesen Code zu vergessen ist schrecklich. Der Geburtstag meiner Frau ist bald. Okay, das wird funktionieren. Gestern war Margaret nicht sehr zufrieden mit dem Geschenk für ihr Geburtstag. Dumme Frau, sie denkt, ich mache so viel Geld und gebe es auch für sie aus. Sie weiß nicht, wie viel es kostet, das Geschäft am Laufen zu halten. Überhaupt, dass ich mich an ihren Geburtstag erinnert habe, ist schon ein Geschenk genug. Sie ist, war immer daran gewöhnt, zu sagen, was ihr Zuwendung bringt. Sie wird so verwöhnt von mir. 13. September. Viele Menschen werden krank. Die halbe Belegschaft hat freigenommen. Ich muss alles selbst regeln. Ich kann nicht mal neue Nachschübe ordern. Das ist ziemlich schlimm. Eigentlich ist es sogar noch schlimmer, weil die bringen keine Wasserflaschen mehr an den Wasserspender. Außerdem hat dieser dumme, schwere Nebel hier alles, es hat alles verhangen für 3 Tage. Ich hoffe, dass alles bald wieder seine Wege geht. 15. September. Das ist verrückt. Ich habe Angst. Ich werde sterben. Die Besucher fühlen sich krank und manche hat's umgehauen. Aber nicht so wie sonst, also durch den Alkohol wahrscheinlich. Dann kam ein Typ und sah super betrunken aus und hat eine Frau attackiert. Er hat angefangen, sie aufzuessen. Geoff hat die Shotgun genommen und hat den Mistkerl abgeknallt. Dann sind andere Menschen aufgestanden und haben angefangen, sich anzugreifen. Ich musste schnell hier hochrennen. Ich habe versucht, die Polizei anzurufen, aber ich konnte sie nicht erreichen. Ich hörte Schreie von überall. Unten und draußen. Was geht nur vor sich? Ich denke, er ist tot. Hallo? Ich muss das so. Okay. So, und jetzt? Error? Was? Okay, dann... was habe ich gemacht? 0815? Okay, dann 1508. Ja. Bei der Geburtstag der Frau, ne? Oh, eine Uberg 74. Automatische Waffe mit 72er Kaliber. Ein Schlüssel. Eröffnet etwas. Oh nein, ich habe keinen Platz mehr, ne? Na toll. Was mache ich denn jetzt? Guard. I need to check Brian's place, but I don't know the address. Ja, die kennt, glaube ich, keiner, hä? Huh? Ja, doof, dass wir noch so ein kleines Inventar haben. Can't open. Wie viel Munition haben wir denn eigentlich für die Pistole? Nur 15 Schuss. Aber für die andere haben wir mehr als genug. Klack, klack. Tschack, tschack. Geil. 30 Schuss passen da rein, okay. Place, but I don't know the address. Okay, also müssen wir die erst noch rausfinden, ja? Hier haben wir nochmal. Wo finde ich denn die Adresse raus, bitte? Okay. Aha. Was denn? Oh, die Adresse. 5 Green Street, Apartment 12. City Name, ist egal. Hey, wir haben sie. Nice.
Okay, wie gesagt, viel Schnickschnack dabei hier im Spiel, aber sehr cool eigentlich, ne? Wow, wow. Wow, wow, wow. Oh nein, oh nein. Lass mich. Ekelhafte, lass mich doch mal jetzt in Ruhe, bitte. Die halt auch wackeln. Es ist echt schwer, die zu treffen. Sag mal, die Maus hat sich schon wieder... Warte mal, ich mach's jetzt mal manuell schneller. Jetzt ist besser. So, warte mal, bin ich da... Oh, ich bin schon schwer verletzt. Alter. Nach einem Mal beißen habe ich schon fast die Hälfte Energie verloren. Aber gut, wie das klappt hier, ne? So, warte mal, Green Street, North Street, Green Street. So, wie komme ich da rüber, bitte? Brauche irgendwas, mit dem ich da rüber komme, über diesen kleinen Abgrund. Ich habe aber nichts. Hier was machen? Nein. Warum habe ich jetzt eigentlich noch einen Gegenstand wenig? Was habe ich da benutzt? Die Heilung? Und dann habe ich eine Heilung aufgenommen. Alter, wir... Ekelhafte. Hab ich so angekrabbelt hier? Komm mal. Was für Ratio? Okay, also wie gesagt, vom Gunplay fühlt sich schon mal sehr gut an. Oh, ich hab's gefunden, Bretter. Alles klar. Ich hab ein Brett gefunden. Muss ich jetzt echt beide darüber schleppen? So. Ja, ich muss wohl beide holen. Hab ja sonst nichts zu tun, außer Bretter jetzt zu sammeln. Das Inventar könnte ruhig ein bisschen größer machen, beziehungsweise Schlüsselgegenstände eben in extra separates Teil. Oh, man kann nicht unendlich sprinten, habe ich gerade gemerkt. Perfekt. Sehr gut. 80 Schuss habe ich jetzt. Das ist gut. So, which main? Was ist das? Witch Lane, achso, die Hexen. Der Hexenweg. Da vorbei. Ah, ich habe den Kofferraum. Ah. Okay. Alles klar, das explodiert, wenn ich drauf schieße. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ah! Ich weiß es, natürlich. No! Alter! You are dead! Der hat mich einmal getroffen! Du dummes Vieh! Der hat mich... Wo fange ich denn jetzt wieder an? Ach hier. Hä? Hä? Ich raff's nicht so ganz. Okay. Hallo. Stirb. Da kommt schon wieder einer angewetzt. Die geht schon ziemlich schnell down, die Kerle, aber... Muss halt auch treffen. So. Nehmen wir mal ganz schnell.
ist schon dreist, ne, was die hier abziehen. Es dauert auch echt lange, bis man die Waffe jetzt rausnimmt. Die auch geladen, ja. Die Woll. Hier lag nichts mehr, ne? Ein kleines Schwein mit deinem komischen Hemdaufreiß-Move. Alter, ist halt der Super Nosferatu geworden oder was? Guck mal. Die Muckis. Scheiß. Also aber echt. Ah, da bist du auch noch da, die Liesel. Warte mal, ich geh jetzt erstmal schnell hier. So. Jetzt schießen. Das war ein Wumms, du. Oh. Kommt so angewackelt, die andere? Nee. Alles klar, Green Street. Da haben wir... Oh. Das, wie gesagt, das Schießen ist echt nicht leicht. Das wackelt hier wie blöde rum alles. Für ein rotes Licht. Okay, ich dachte schon. Oh nein, da rennt wieder so ein super Vampir. Hol die Flinte. Okay. Ein Schuss. Wie gesagt, alles ein bisschen hakelig, aber es ist charmant. Ich mag's. Charmant hakelig. Und Zombie-Vampire sind auch mal was anderes. Also Ghule quasi, ne? 5 Green Street. Hat er die Nummern wenigstens? Oh, dann muss es hier. Warte mal. Auction and Estate of London. Hä? Soll ich die 1? Ah, egal. Da ist die 5. Okay. Ich glaube, in London ist es nicht so wie bei uns, dass die Geraden und Ungeraden gegenüberliegen immer. Glaube ich. Kann sein, ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Boah, ich wollte gerade sagen, meine Taschenlampe, wenn die an ist, ist es echt dunkel hier. Aha, da liegt schon einer. And open. 12 habe ich, ne? Oh, ich wusste es. Die London Ghouls. Alle mal probieren. Dankeschön. Ich gewöhne mich so langsam dran, aber es wackelt halt echt die ganze Zeit. Jetzt wäre ich besoffen. Das ist die 12. Mein Arsch schießen. Oh. Also, für was habe ich jetzt eigentlich den... Okay, ich habe ihn schon benutzt, den Schlüssel. Offensichtlich. Auch nicht so schnell.
Ist ja schön. Ah, sehr gut. Erstmal speichern. Für den Fall, dass ich wieder one-hitted werde von so einem Scheißvieh. Oh. Aber was ist das für ein fucking großes Hotel? Was ist das denn? Vial. A vial containing some medicine. Okay, dann kombinieren wir das mal. Ah, restores 40% health. Sehr gut. Was ist das? Ah, ein Clock Key. Ein Cock Key. The Grandfather Cock. Oh Gott. Brüste. Brüste sind böse. Boah. The Gold Bullet. Noch ein AB. Nee. A 72 Hours. Ah, guck mal. Ich kann aber auch nicht jedes Buch aus dem Regal ziehen, offensichtlich. Das geht nicht immer. Und die Uhr. Weiter oben noch. Oh. Oh, ein Schlüssel. Okay. Schwerer als ein normaler Ball. Und? Kann's nicht nehmen, leider. Liegt aber was drunter. Ein Bedroom Key. Okay. Erstmal die Uhr finden jetzt. Pizza. Ah, da ist die Uhr. Brauche ich den jetzt oder nicht? Leg sie mal hier hin. Wenn das schon die Uhr ist. Bedroom. Sehr gut. Ich finde es manchmal so ein bisschen komisch, weil man kann Sachen durchsuchen und dann wieder nicht. Also. Sitze. Ne, die brauchen wir nicht. Wow. Lustig. Lustig, lustig. Was haben wir denn hier? 97, August, Februar 9. So, Brian ist oft sehr müde. Ich lese, dass die Dehydration der Grund ist. Ich habe ihm gesagt, er soll Wasser holen und viel trinken. Er sagte, dass es dumm ist. Er braucht einfach nur etwas Ruhe. Aber ich denke, Poolspielen ist nicht gerade ausruhen. Er liebt es, mit seinen Bällen zu spielen. Ja, und er hasst es, wenn ich hochgehe. Er sagte mir, ich soll wegbleiben vom Dachboden und niemals seine Bälle anfassen. Ja, ich kann mich nicht an das letzte Mal erinnern, als ich das getan habe. 2. Oktober. Ihm geht's ziemlich schlecht. Ich wünschte, ich könnte ihm irgendwie helfen. Oder ich wünschte, wir könnten ihn woanders hinziehen. Aber Brian sagt, dass es überall so ist wie hier. Und dass wir einfach nur vorsichtiger sein müssen. Wir haben uns entschieden, uns in unserem Schlafzimmer einzuschließen. Wenn wir... Sogar wenn wir zu Hause sind und schlafen. Nur als Vorsichtsmaßnahme. Zumindest auf diesem Weg können wir hören, wenn jemand versucht einzubrechen. 15. August. Ich bin so wütend auf Brian. Er hat mir schon wieder eine Vase zu meinem Geburtstag gegeben. Ich habe schon ungefähr 20 davon. Hat er nicht mitbekommen, dass ich sie nicht mal nutze? Dieses Geschenk ist so nutzlos. Er sagte, dass Schmuck zu kaufen nur Räuber anlocken könnte. Ja, tolle Entschuldigung. Ich schwöre bei Gott, wenn es nächstes Jahr wieder eine Vase gibt, dann werde ich...
Ich werde seine Billardbälle verstecken. Und dann kommt vielleicht seine Geschenke irgendwie finden Verwendung. Ah, gut, ich lege mal den Ball oben hin. Vielleicht passiert ja dann was, wenn ich die 8 ablege. Die Windrose. Ja. Muss ich jetzt alle Vasen durchsuchen oder was? Kann nichts machen mit der 8. Ich weiß nicht so ganz, was ich jetzt machen soll. Ja, wieder seine Regular Ball. Warum? Vielleicht kann ich den ja untersuchen. Nee. Oh nein, wo ist der Schlüssel jetzt? Wo ist denn der Safe Room, wo angeblich die Sachen landen sollen, bitte? Das ist kacke. Huch. Ja, was machen wir? Das ist seltsam. Es ist gerade sehr seltsam. Das sind auf jeden Fall die Vasen, von der sie gesprochen hat. Oh. Ah, guck mal, es hat einen seltsamen Pfeil. 7 und 1. Dafür brauche ich den Clock Key und jetzt ist er weg. Scheiße. Nicht mal eine Karte hierfür. Oh. Der Clock hier vielleicht irgendwo hier jetzt wieder aufgetaucht? Was ich den denn zuerst gefunden, ist die Frage. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo im Zimmer auf jeden Fall hier, oder? Hier bei den Darts? Nee. Ach, da liegt er doch. Sehr gut, da kann ich die ja kurz discarden. Versuchen und use. Da haben wir doch. Jetzt habe ich einen Zeiger. Mal speichern hier. So, und was mache ich jetzt mit der Kugel? Den kann ich jetzt hier benutzen wahrscheinlich, oder? Big Arrow. Das wird mir gar nichts bringen hier. Ich habe noch einen Ball gefunden. Okay, den kann ich jetzt auch nicht. Soll ich immer ins Schlafzimmer? Wir gehen nochmal ins Schlafzimmer gucken. Wow. Ja, ich kann es nicht. Wir gucken uns die mal an, die Brieftasche. Aha. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Small Key. Aber was mache ich jetzt mit dem Small Key? Gibt es hier noch was zu entdecken? Noch so eine Vase, aber die kann ich nicht runterziehen. Und ich höre da die ganze Zeit noch irgendwas. Wo kommt ihr denn her? Wow, ich habe mich doch alle gekillt, oder? Pech.
Das ist echt frech. Einfach mal neue Gegner aufgetaucht hier. Ja, da liegt jetzt die Kugel. Oh, guck mal. Diese Prachtbacken hier. Aber wo ist jetzt das, was ich mit dem Schlüssel öffnen kann? Ah, okay. Ernsthaft, ein Kompass. Und wir haben einen Kompass. Ein Teil von etwas. Oh. Er hat ein Messer im Hals. Wer würde ich, dass du noch laufen kannst? So, hier war die 2. Ne, wo waren die? Scheiße. Wo waren die andere Kugel? Hier war der Safe Room. Hier war noch die andere Billardkugel, ne? Ja, 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 okay. Ah, das ist so komisch. Muss ich jetzt hier den Kompass? Ja! Warte, was? Rotate. So. Ich musste nachsehen online, Leute. Es ist... Es ist echt fast... Also, es ist so bescheuert, dieses Rätsel. So, erstmal muss ich natürlich den Kompass richtig einstellen. So, warte. Norden ist ja natürlich da, wo der Pfeil hin zeigt. So. Okay, da werde ich schon mal die Kugeln... Man kann die Kugeln nämlich hier reinlegen. Mal so. Werde ich mal eben hier reinlegen, damit ich ein bisschen Platz habe. So, und jetzt... Achtung, jetzt wird's... ein bisschen unsinnig. Was heißt unsinnig, aber... So, jetzt hier ist nämlich was hinter dem Bild versteckt und in der Vase ist noch was. Hier ist noch eine 7. Und hinter dem Bild ist ein Text. Wenn die drei Himmel in richtiger Ort und Stelle fallen, wird sich der Schleier öffnen. Es gibt ein magisches Königreich, wo die Zeit in verschiedene Teile des Reiches fließt, aber nicht auf dieselbe Weise. Ich liebe es, die Farbe des Himmels zu beobachten. Es ist immer Nacht im Norden und die Zeit fließt schneller als im Süden, im Osten. Es ist immer Tag im Osten, wo... Was... Und es gibt einen Scarlet Sunset im Southwest, aber die Zeit ist schneller als im Norden. Okay. Das war's. Das war schon das Rätsel. So, warte, jetzt muss ich wieder runter. Nee, Quatsch, ich muss hoch. So, wir müssen ganz hoch. Den Dachboden. So, und hier müssen wir jetzt dann die Kugeln richtig reinlegen. So, warte mal, wie war das nochmal? Documents, Picture Riddle. So, ich mag die Farbe des Nordens. Es ist immer Nacht im Norden. So, Norden ist dann hier. Das heißt immer Norden Nacht. So. Nehmen wir uns die blaue Kugel. Dann haben wir, es ist... Osten ist es immer Tag. Also blau wahrscheinlich. Blauer Himmel. So. Und im Südwesten ist der Scarlet Sunset. Ist das hier? Tut sich aber nichts. Kann ich das vielleicht mit der Uhr auch noch so einstellen? Ach ja, natürlich. Dies Jahr, warte mal. Mal Second. Southwest. Minute. Was ist das so? Ne, warte mal. So. Was ist das? Warte mal die Uhr. Ne. Ne, warte mal. Die Stunde ist auf der 2.
Ah. Wow. Die Magnum. Und ein Buch. Alles klar. Ich hab die Magnum, Leute. Okay, also das Rätsel war jetzt nicht besonders schwer, aber man musste halt noch die Kugel finden. Das war das Schwere daran. Danke Gott, jetzt muss ich ja doch hier raus. Thank God. Now I need to get out of here. Ein Buch, ey. Die Magnum. Unterscheidet sich nicht sehr von der Pistole, finde ich, von der Optik. Hi. Alter. Noch mehr? Habe ich denn noch? Ja, doch. Schüsse reichen noch. Bin ich gerade gestolpert? You could get away with your betrayal. Okay. Oha. Master will be pleased. Okay, cool. Das Ende hat jetzt Bock auf mehr gemacht. Im Herbst 21. Naja, ist ein bisschen spät für Herbst. Also, Slobin Vladimir. Super, also mir hat's gefallen, der Prolog, Leute. Es war Eternal Evil, ne? War echt gut. Aber wie gesagt, dieses Rumsuchen war mir so ein bisschen fiddelig. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Offensichtliches gewünscht. Aber ja, hat mir sehr gut gefallen, Leute. Wie seht ihr das? Schreibt's mal in die Kommentare. Lasst mir auf jeden Fall noch eine Bewertung da, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns wieder zu was anderem. Ich bin der Bruga. Tschüss, macht's gut.